Ganz zentral für mich ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Es geht darum, junge Menschen stark zu machen. Sie sollen etwas aus ihrem Leben machen können, auch wenn sie aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Und der Fußball, der ist dabei natürlich von ganz wesentlicher Bedeutung. Über den Fußball werden zentrale Werte vermittelt. Werte wie Teamgeist, Toleranz, Fairplay oder eben auch der Respekt vor Regeln. Wir unterstützen seit mehreren Jahren den Aufbau von sogenannten Safe Hubs in sozialen Brennpunkten, um dort eben sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit der Kraft des Fußballs zu motivieren und eben auch zu fördern. So ein Safe Hub oder eben ein Fußballbildungszentrum, das ist ein sicherer Ort. Und jedes Zentrum verfügt immer über die gleichen Faktoren. Das heißt, über einen Kunstrasenfußballplatz sowie eben ein Bildungszentrum. Unser langjähriger Kooperationspartner Amandla, der konnte jetzt bereits in Südafrika 3 Safe Hubs erfolgreich errichten. Besonders stolz sind wir auf den Oliver Kahn Safe Hub in Kapstadt, in Guguleto-Mahnenberg. Und der stellt nicht nur für Kinder sämtliche Möglichkeiten bereit, sondern der Oliver Kahn Safe Hub ist auch eine Akademie für Mitarbeiter und für Trainer aller anderen Safe Hubs, die sich eben dort aus- und weiterbilden lassen können. Die Erfolge in Südafrika, die haben mich so überzeugt, dass ich mir sicher bin, dass das Safe Hub-Konzept auf der ganzen Welt funktioniert. Und deshalb haben Amandla und die Oliver Kahn Stiftung eine gemeinsame Vision entwickelt. Wir wollen ein weltweites Netzwerk von Safe Hubs aufbauen. In Deutschland haben junge Menschen natürlich ganz andere Probleme, als das in Südafrika der Fall ist. Aber auch in vielen deutschen Städten verlassen viel zu viele Jugendliche die Schule ohne qualifizierten Schulabschluss. Sehr viele sind abhängig von Sozialleistungen. Und in einzelnen Stadtteilen entstehen gesellschaftliche Parallelwelten. Und genau da möchten wir ansetzen. In Berlin und im gesamten deutschsprachigen Raum finden seit 2017 Workshops statt. Was machen wir dort? Dort bildet unser Partner Amandla Jugendfußballtrainer in den Bereichen Sozialkompetenzen und Wertevermittlung aus. Ein Grundstück haben wir bereits in Berlin-Wedding gefunden. Berlin-Wedding gehört zu den sozial schwächeren Gebieten Berlins. Mit dem Safe Hub wollen wir den Jungs und Mädels die Möglichkeit bieten, nach der Schule zum Fußballtraining zu kommen oder unsere Bildungsangebote zu nutzen. Ein Safe Hub, das ist viel mehr als nur ein Fußballplatz. Hier werden Fußball und Bildung innovativ kombiniert. Der Fußball bringt die jungen Menschen zusammen, er fördert natürlich den Teamgeist, er fördert Fairplay. Und gleichzeitig unterstützen wir die Jugendlichen bei den Hausaufgaben oder eben ganz, ganz wichtig, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Der Safe Hub bietet ihnen Sicherheit und auch die Chance, ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit einem Safe Hub in Berlin, da machen wir sozial benachteiligte junge Menschen fit fürs Leben.